Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Wie ihr sehen könnt, der Tagesabschlussbericht vom letzten Part. Ich wollte ihn euch nicht vorenthalten. Könnt ihr mal ganz kurz schauen, was wir hier so alles geholt haben. Es ist ja einiges bei rumgekommen. Und auf in den Next Day. Direkt Rank 16. Was bekommen wir hier? Oh, sind das Fliesen? Steinfliesen? Na, glaube ich nicht. Spring Festival. Okay. Das heißt, alle unsere Breath of Springs werden jetzt eingefordert, denke ich. Ich weiß nicht, ob wir die im Inventar brauchen. Sicherheitshalber stecke ich die einfach mal rein. 37 dürfte eine sehr gute Zahl sein. Hoffe ich zumindest. Immerhin haben wir alle mitgenommen, die wir kriegen konnten. Hallo, hallo? Oh, I was just about to knock. I'm here to pick up all the Breath of Spring you collected so that we can start the final count. Definitiv, nimm nur. Okay, I've got to run. Hope to see you at the festival. Ich hoffe, dass wir in einem fairen Maße bewertet werden. Wäre sonst ein bisschen blöd. Okay. Und ansonsten, ja, wir haben unsere Blumen dabei. Wir haben unsere Sachen dabei, die wir brauchen. Auf geht's in die tägliche Arbeit. Ah, das macht alles so viel einfacher, Leute. Bling. So zu chargen und dann mehrere Felder gleichzeitig zu hitten, das ist einfach so praktisch. Die beiden Cabbages nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ey, ich habe gerade gecharged, was sollte das denn? Oh, das lief gerade gar nicht gut. Egal. Egal. Hey! Ah, manchmal ist die Controller-Steuerung ein bisschen zu fein, fühle ich. Und macht auf einmal Sachen, die sie gar nicht machen soll. Dich auch noch wässern. So, dich wollen wir nicht vergessen, weil du hinterm Baum bist. Hey. Ah. Okay. So, dann haben wir alles gewässert. Hat mich doch sehr viel mehr Ausdauer gekostet als gedacht. Strawberries. A candied strawberries. Phantasm, thank you for the shipment of strawberries. I thought you might like this receipt for a simple strawberry dessert. Nicht Desert, Dessert. Das ist keine Wüste. Keep up the hard work, Nora. Take items, definitiv, danke. Zucker und Erdbeere. Okay. Ja. Lagern wir das Essen ein. Und dann schauen wir mal kurz auf die Requests. Ich glaube, wir haben jetzt gerade nichts, was wir unbedingt benötigen. Ja, beziehungsweise was wir ab. Ah, okay, wir können nichts davon machen. Wir haben alles erledigt, was wir tun können. Sprechen wir natürlich mit Calderus. I'm glad to hear you've helped the town replenish its reserves, Phantasm. Caring for the well-being of others is admirable. Ah, wir haben noch nicht den nächsten Tier erreicht. Schade. Schade, schade. Alles, was ich verbessern wollte, habe ich verbessert. Das heißt, wir haben jetzt nur Cooking. Und ich würde ungeachtet dessen einfach alles an Cooking jetzt gerade mal maxen. Und wir haben Tier 1 von Cooking beendet. Ja. Ich hoffe, dass wir bald Farming auf Tier 2 bekommen. Alles, was Ranching betrifft und Fishing und Archaeology, hat einfach wirklich gar keine Priorität derzeit. Deshalb ignorieren wir das noch ein bisschen. Oh, ein Mantis. Ja, damit. Und dann schauen wir uns das Springfest an. Ich denke, das wird der Hauptbestandteil der aktuellen Folge. Uiuiuiuiui, hier ist einiges los. Na dann, erzählt mal. The moment you've all been waiting for is here. It's time to announce the three people who turned in the most Breath of Spring flowers. In third place, Errol.
How exciting! In second place. Fantasy. Great job. Was? Ich bin nur Zweiter? War die Hürde 50? 40 oder 50? And finally, in first place, Celine. Oh. Na gut. Fairerweise muss man sagen, ich glaube, Celine als Person, die den ganzen Tag Gärtner hat, da kamen wir einfach nicht ran. Oh my gosh. A big congrats to all our winners. Your hard work has made this a special spring festival. Please enjoy your prizes. Breath of Spring Planter und Breath of Spring Basket. Okay. A cute white and pink planter vase full of Breath of Spring Flowers und a cute white and pink basket full of Breath of Spring Flowers. Way to go, Fantasy. I wouldn't worry about challenging Celine. She's been taking first since she was Dell's age. Das kriegen wir wahrscheinlich im nächsten Jahr. Henrietta is clucking contentedly to get the impression she thinks the festival is to celebrate her. You, nicht too. Not so shabby, Fantasy. I'm sure you'll place even higher next year. Ja, da gibt's nur noch einen Platz. Thanks for participating in the festival. Be sure to stop by Maple's refreshment stand. She worked really hard on it. And I really worked hard mixing up all the yummy things she's selling. Ich meine, wir haben ein bisschen Geld in der Tasche, also kein Problem. Not bad, Fantasy. But not that good either. Wow, danke. All the artifacts seem to keep turning up around Hayden's farm. They're characterized by their geometry and blue patina. You enjoying the festival, bro? Hmm? Yeah, I guess. The atmosphere is certainly enough to make one cheer. Oh, Toad, speaking of which, I happen to bring along these free hacky sacks, March. That's nice. Maybe you could use them for your juggling routine? I haven't even seen you practicing, so I'm way excited. Oh, for... I'm not juggling. When Celine asked if I could get her flowers for the festival, I told her I was juggling enough already. I don't know how that turned into me performing, and if one more person asked me about it... Ah, well. Bummer. Yeah, ich bin die eine Person. What a turnout. I wish I had a time to set up a booth this year. At least this means I can probably enjoy myself. These decorations are guaranteed to stay in blossom no matter the season. I'm sure they'd look lovely on your farm. As for the scent of spring, it's very popular in Mystria. If you buy it, think carefully who you're going to give it to. The stock is always limited. Wait. This small bottle emanates a scent of breath of spring. This spring festival souvenir is loved by everyone. Okay. Ich meine, wir haben die beiden Sachen auf jeden Fall bekommen und die können wir ausstellen. Aber das ist... Ha, ich würde das sehr gerne kaufen und ihr schenken, aber hey. What an unbelievable turnout. The air is practically buzzing. Danke für die Jokes. Dossi seems to be wishing you a nice spring festival. Dossi, du bist der Beste. It's so exciting that you placed, Phantasm. I'll have to keep my eye on you next year. Ja, sicherlich. Well, it seems you had fun picking flowers. How lovely. Ha. Yahoo, I'm going to ask Hemlock to play a sea shanty next. I've been attending the Spring Festival every year since I was a child. It's wonderful to see that the tradition is still going strong. While the roots of Spring Festival are a bit murky, there's no arguing that it's been held in Mystria for untold generations, which just goes to show you that folks of any era love to have a good time. Sunny days are a little sweeter in retirement. Be sure to dress for the occasion, Phantasm. I think you'd look fantastic in anything from my stock. Eher nicht so. Isn't this wonderful? It feels like Mystria has come back to life. I hope you're enjoying everything the festival has to offer, Phantasm. I know I am. Celine helped me gather the flowers that got into tea. They're yummy. Don't just try adding your own, for. Trust me.
A festival with so many flowers is sure to bring out all my favorite pollinators. What's your favorite phantasm? bees? They're so cute when they fall asleep inside a flower. Hey, du kannst übrigens ein Praying Mantis haben. A new friend for my collection. Thanks, Phantasm. I'm gonna give this guy a good home. Try something, Phantasm. It's all really good. I've taste tested all of it myself. Tulip cake. Florety. Das sind alles so Sachen, wenn ich natürlich früher gewusst hätte, wie viel Geld mich das alles kosten würde, dann hätte ich das erst organisiert. Red Toadstool. Okay, natürlich. Mal sehen, für was das wieder ist. Okay, lernen wir das. Paving Stone. Ah, okay, also Pflastersteine haben wir hier bekommen. Verstehe. Na gut. So, da ich mir leider nicht die 500 leisten kann, muss ich Selene mit einer Daffodil abspeisen. Ansonsten hätte ich ihr das große Geschenk gekauft. This is sweet. Thank you, Phantasm. Schade, schade. Wie weit sind wir eigentlich bei ihr? Wir sind kurz vorm dritten Herz. Ich denke, wir werden Selene definitiv erreichen vor Sommer, wenn das so weitergeht. Abhängig davon, wie weit wir kommen können. Es kann auch sein, dass es wie ein Harvest Moon ist, dass man immer erst einen gewissen Punkt erreichen muss im Spiel, bevor man den Rang weiter erhöhen kann. Zumindest war es in Friends of Mineral Town so. Und man konnte auch erst heiraten, wenn man das Haus komplett ausgebaut hatte. Naja, da lassen wir uns überraschen. Jetzt würde ich erstmal sagen, da wir auch ohne weiteres gar nicht wirklich in irgendeinem... Wobei, wir haben doch die Request für Toadstool bekommen. Moment, Moment, Moment. Okay. Alles der Reihenfolge nach. Ich gehe erstmal zurück und werde meine Sachen, die ich jetzt da habe, mal eben ablagern. Und dann gehe ich in die Mine, schaue, ob ich einen Toadstool bekomme. Mit ein bisschen Glück können wir dann die Request absolvieren und können dann vielleicht doch noch das Parfüm kaufen und können das dann Selene schenken. Pflastersteine könnte ich theoretisch legen draußen. So. Okay. Irgendwann pflastern wir das gut genug. Jetzt erstmal nicht. So. Gießkanne lagern. Moment, lagern wir hier drin. Dann schauen wir, was wir zu essen haben. 1, 3, 3. Wir müssen auf jeden Fall kochen. In Zukunft. Wir kommen sonst nicht weit in der Mine. Ich kann natürlich das Stamina-Up mitnehmen. Aber, ich glaube, das ist wertvoller, als dass ich es jetzt verwenden will. Wir nehmen die Beeren mit. Okay. Wir laufen über den Norden. Und gehen direkt in die Mine. Nehmen noch ein paar Beeren mit auf den Weg, wenn sie schon einmal hier sind. Genau, dann gehen wir hier lang. Spielt keine Rolle. Spart vielleicht auch wieder nur 10 Minuten oder so. Okay, okay. Bereit, wenn ihr es seid. Auf in die Minen. Ach, die Birnen sind mir jetzt auch egal da drin. Kostet ja auch immer wieder ein bisschen Zeit, die zu holen. Alles klar, rein da. Jetzt wird gemeint. Kein Kupfer hier. Verdammt. Oh. Würmchen. Komm mit. Okay, wir haben es gefunden. Wunder da. Sweet Root, sehr schön. Kupfer wird mitgenommen. Steine ignorieren wir erstmal. Weil wir müssen einen Toadstool finden, im besten aller Fälle.
Okay, das war nice. Monsterzahn nehme ich auch. Oh, Würmchen. Moment. Ah, ich kann die Sweet Root doch essen. Die gibt eine ganze Menge. Das lohnt sich. Würmchen, komm mit. So. Oh, Rubin. Ah. Ups. Wollte ich nicht. Okay, sehr schön. Sehr schön. Wir nehmen den Zap auf jeden Fall. Weil wir den vorher noch nicht hatten. Ach, come on, Clay. Zack. So. Sehr schön. Und ein Artefakt. Das nehmen wir natürlich auch mit. Miners Rucksack. Okay. Der ist, glaube ich, mehr wert als der Wurm, oder? Hatten wir den Wurm schon? Ja, den Wurm hatten wir, glaube ich, schon. Okay, finden wir hier einen Toadstool? Nope. Aber hey, den Monsterfang nehme ich mit. Mehr Kupfer, sehr schön. Immer her mit dem Kupfer. Kupfer, Kupfer. Und hier haben wir auch noch Kupfer. Ah, da drüben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielleicht schaffen wir es wirklich noch rechtzeitig. Okay, sehr, 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 sehr gut. Weg mit dem Monster-Zap. Wir haben, was wir wollten. Ich nehme natürlich noch alles an Kupfer mit, was ich kriegen kann. Hey, hier hinhauen, genau. Und hier haben wir durch den Kill, okay, das ist wild, die Treppe gefunden. So, ganz viel Kupfer. Sehr schön. 18:10 Uhr. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt nicht tiefer. Wenn wir wollen, können wir später nochmal zurückkommen. Aber wir wollen den Toadstool schnell abgeben. Damit wir an die 50 kommen, damit wir das Parfüm kaufen können. Und dann können wir theoretisch ein Bad nehmen und dann hätten wir es eigentlich auch. Okay, Juniper. Sei bitte nicht allzu weit weg. Okay, du bist noch auf dem Platz. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da unten. Nee, warte, das ist Bella. Da ist sie. Turn in. Hm, excellent, Phantasm. This red toadstool is exactly what I need to get a poison level. Well, anyway, here's your reward. Bye bye now. Sehr gut. Hey. So. Scent of Spring. Wir konnten es uns doch noch gerade so leisten. Das war ein Speedrun. So, dann würde ich sagen, da wir jetzt gerade noch sehr gut dabei sind, gönnen wir uns unseren Free Entry. Ich glaube, wir haben noch zwei offen. Und ja, dann würde ich jetzt einmal meinen Kupfer weiterverwerten. Und dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen Farmarbeit machen. Ah, zwei Kupfer-Ingots werden das. Okay. Klonk, klonk, klonk. Yes, Level 8. Wir haben Skill Level 8 erreicht. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt an 4 Kupfer-Ingots kommen, uns endlich das Kupferschwert holen. Das ist wirklich mit Abstand das Wichtigste, was wir jetzt als nächstes benötigen. Und ja. Es war auf jeden Fall, egal wie wir es drehen und wenden, ein produktiver Tag. Dann würde ich sagen, nämlich dadurch, dass wir unsere Ausdauer jetzt nochmal gemaxt haben, die Farm als Job mit, dass wir da noch ein bisschen was erledigen. Und dann hätten wir auch alles für heute getan. Lagern wir erstmal ein. Rubin war hier drüben drin. Und
Machen wir den Ingot auch hier rein. Machen wir das alles hier rein. Achso, ja, stimmt, den Miners-Rucksack habe ich noch. Naja, gut. Nicht schlimm. Kann ich morgen abgeben. Das. Dich lasse ich auch hier. Und ich würde sagen, hacken wir noch ein bisschen Holz nebenbei mit. Und auf geht's. Oh, da lag noch Heu. Gut, dass ich nochmal geschüttelt habe, bevor ich gefällt habe. Klonk, klonk, klonk. Klonk, klonk, klonk. Großzügige Holzausbeute hier. Feinkorn. Schön, schön, schön. Es lohnt sich halt einfach wirklich. Wir kommen an so viele Ressourcen, indem wir unsere Farm alleine aufarbeiten. Dann haben wir noch ein bisschen auf die Steine ein. Klack, klack. Ganz viel Heu, ganz viel Fiber. Ach, für Fiber haben wir gerade keinen Platz im Inventar. Ist ja nicht schlimm. Grass sieht auch nicht. So schön clean, Leute. Sieht so gut aus. Ich liebe es. Acorn, immer her damit. Gebt mir alle Pinecones und Acorns, die ihr habt, bevor ich euch fälle. Noch mehr Fiber. Okay, wir haben gleich das Limit unserer Ausdauer erreicht. Okay. Und wir haben keine Ausdauer mehr. Dann lagere ich schnell alles ein. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Und wir mähen jetzt noch ein bisschen. Wir dürfen ja jetzt noch das ganze Fiber mitnehmen können. Oh, Käferchen. Wait. Ah, okay, weil unsere Ausdauer leer ist, können wir nicht mehr Käfer fangen. Ich wusste gar nicht, dass es Ausdauer kostet. Na gut, soll mir nicht stören. Dann schwingen wir halt noch ein bisschen unser Schwert. Das gibt ja offensichtlich auch eine ganze Menge. Oh, seht ihr, wir erreichen langsam aber sicher den Rand hier. Das heißt, unsere Farmarbeit lohnt sich. Ich weiß, in Harvest Moon hat das auch ewig gedauert, bis ich meine Farm endlich soweit hatte und da hatte ich kein Let's Play gemacht. Ich meine, da war ich ein Kind, da gab es noch nicht wirklich Let's Plays. Zu der Zeit war auch das Internet noch keine große Sache, von daher. Zack, zack, zack. So, ein bisschen geweedet. Sehr schön. Alles klar. Dann lagern wir alles ein, was wir haben. Holen unsere Gießkanne aus der Truhe. Lagern unsere Axt dafür ein. Und dann würde ich sagen, haben wir auch schon wieder alles für den heutigen Part getan. Die Zeit verfliegt so schnell bei dem Spiel. Es macht echt Laune. Es ist echt so angenehm, entspannt. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß, es schauen nicht viele Leute diese Reihe. Aber falls jetzt ein oder zwei Leute zuschauen bis zum Ende hin, will ich schon mal einen ganz kleinen Spoiler machen. Und zwar werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch, glaube, zwei Videos machen, die aber kein Let's Play sind, sondern über Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, handeln werden. Und ich bin mir sicher, dass ich auch über Fields of Mystria reden werde. Deshalb, falls ihr daran interessiert seid, haltet auf jeden Fall mal die Augen offen. Ich werde höchstwahrscheinlich irgendwas in diese Richtung anteasen. Und ja, wir sehen uns so oder so im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut!